Seit 1. September hat die evangelische Pfarrgemeinde Schwechat mit Alexandra Battenberg eine neue Pfarrerin. Im Sonntagsgottesdienst wurde sie in ihr Amt als Pfarramtskandidatin eingeführt. Frau Pfarrerin, heute Ihr erster Gottesdienst. Sie haben mit 1. September ja hier die Pfarre übernommen. Ein schwieriges Amt, eine große Aufgabe. Ihr Mann macht Familien- oder Kinderkarenz und Sie treten an seine Stelle. Für Sie natürlich ein schwieriges Amt? Ja, es ist natürlich eine große Aufgabe, jetzt da in die Fußstapfen von meinem Mann zu treten. Allerdings ist es eine Aufgabe, auf die ich mich jetzt schon sehr, sehr lange vorbereitet habe und sehr, sehr lange auch schon gefreut habe. Und es ist so eine tolle Gemeinde, also es ist so eine Aufbruchsstimmung auch hier und es sind so viele liebe Menschen da. Also ich habe es, also auf der einen Seite war es natürlich traurig, jetzt mir ein bisschen auch zu verabschieden von unserem Sohn und den in die Obhut vom Papa zu geben. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch kaum erwarten können, da anzufangen. Und ich genieße es sehr, hier zu sein. Ja. Es ist also so, dass die Alexandra Battenberg jetzt ihr letztes Jahr der Ausbildung in Form einer Karenzvertretung macht. In der evangelischen Kirche heißt das Pfarramtskandidatenjahr und sie wird am Ende dieses Jahres dann die Amtsprüfung haben und voll alle Amtsgeschäfte tätigen dürfen. In der Zwischenzeit wird unsere Gemeinde auch noch unterstützt vom Thomas Doblinger aus der Gnadenkirche, der also jetzt für die Amtsgeschäfte zuständig ist. Ein wichtiges Merkmal in der evangelischen Kirche ist eben die Möglichkeit, dass es auch Pfarrerskinder gibt und damit natürlich die Möglichkeit, die man ja in Österreich viel zu selten nutzt, dass auch Väter in Karenz gehen können. Natürlich ist es für uns als Presbyterium gar nicht so einfach, immer wieder Wechsel zu haben, aber jeder Wechsel bringt nicht nur einen kleinen Neuanfang mit, sondern auch wieder sehr viele Möglichkeiten, sich einfach neu zu entwickeln, neu auszurichten. Meine Meinung ist, das USP der Kirche, das Alleinstellungsmerkmal, ist einzig und allein ein Versprechen, das wir haben von unserem Herrn Jesus Christus. Und der sagt nämlich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es war eine sehr richtungsweisende erste Predigt heute. Die Kirche wird bunter. Wir haben aber heute gesehen mit dem Puzzle, sie ist hier in Schwechat schon ein bisschen bunter. Also mein Traum wäre es ja wirklich, eine Kirche zu haben, wo viele verschiedene Menschen sind und jeder Einzelne seine ganz besonderen Gaben einbringt. Und ich denke mir, also ich kann ein bisschen was, gell? Aber ich kann niemals das, was alle machen können. Und so dieses Modell, die Pfarrerin oder der Pfarrer, der ist dafür verantwortlich, dass die Gemeinde funktioniert. Das, denke ich, ist überhaupt nicht so, sondern es braucht den Beitrag von jedem und jeder Einzelnen. Und wir haben da so begabte und talentierte Leute. Und ich denke, es ist wirklich so, dass wenn jeder das einbringt, was er gut kann und was er auch gerne tut, also es soll keine Qual sein, aber wenn jeder das tut, was er gut kann und gerne mag, dann entsteht ein buntes und fröhliches Bild. Und das ist dann eigentlich auch die Kirche, wo ich dazugehören möchte. Kirche hat ja in vielen Menschen noch immer so einen verstaubten und eher an den Rand gedrängten. Kirche ist jeden Tag, Kirche ist bei jeder Entscheidung. Glaube muss draußen wirken und das tut er am besten mit Farbe. Man hat das vielleicht gesehen am Umstieg von Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farbfernsehen. Auch da wurden die Einschaltzahlen höher beim Fußballmatch, klar, weil man plötzlich mehr gesehen hat davon. Und bunt zu werden ist für uns ganz, ganz wichtig, diese Buntheit in der Gemeinde zu leben, nach draußen zu tragen und neue Leute anzusprechen, sich bei uns wohlzufühlen. Ja, und die Kirche lebt und man sieht hier in Schwechat eine sehr aktive, eine sehr lebendige Kirche und was erfreulich ist, auch eine junge Kirche. Ja, wir haben jetzt seit einigen Monaten, also schon seit fast 2 Jahren, einen Jugendreferenten, der macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Also es gibt jeden Donnerstag um 4 eine Gruppe für Kinder, so basteln, Jungschau-mäßig und um 18 Uhr dann auch einen Jugendkreis, wo mittlerweile relativ viele Jugendliche zusammenkommen und zum einen Spaß haben, Chips essen und so weiter, aber zum anderen auch richtig ernsthaft über Glaubensthemen und Lebensfragen diskutieren. Das ist wirklich schön, auch da die Begeisterung zu sehen bei den jungen Leuten. Also es heißt ja immer, dass die jungen Leute nichts für die Kirche übrig haben, aber von den Jugendlichen, die bei uns da sind, kann ich das wirklich ganz und gar nicht bestätigen. Die Kontinuität bei den Kindern und Jugendlichen, das war der absolute Highlight, das wir auch heute besprochen haben. Eine Religionslehrerin, die 40 Jahre
draußen ist und verkündet. Eine neue Religionslehrerin, die aus der eigenen Gemeinde nachwächst, die von den Kindern schon gekannt wird, vom ersten Dorfgottesdienst weg. Das hat natürlich schon einen ganz, ganz großen Zug und hilft uns auch, jünger zu werden und noch jünger zu werden, als wir es schon sind.